Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Maß ist enttäuscht. Wir tun. Ich spiele 90 Minuten, glaube ich, einen guten Fußball. Ich glaube, jeder hat gesehen im Stadion, was wir wollen, was wir können. Und dass wir alles daran setzen, dass wir die Punkte holen. Und dass wir am Ende so bestraft werden, das ist Fußball brutal. Ja. Ich brauche, denke ich, gar nichts dazu sagen. Das ist ein sehr, sehr bitterer Moment. Wir haben viel gelebt in dieser Saison. Das ist sehr, sehr bitter. Das ist ein harter Schlag, aber das. Ja, harte Schläge haben wir viel gelebt, aber wir mussten trotzdem den Kopf hochhalten, weil heute wir waren ganz klar für mich die bessere Mannschaft und wir haben verdient zu gewinnen, aber leider haben wir nicht gewonnen und das ist der Unterschied im Fußball. Heute ist ein Punkt und wir brauchen jetzt über Paderborn zu denken und wir brauchen diese drei Punkte da zu Hause, haben wir nicht gekriegt und wir brauchen von Paderborn mit drei Punkten zurückfahren. Richtig, wenn man natürlich 2-0 führt, dann ist das Ding gegessen und dann passiert sowas nicht. Aber das an die Stürmer festzumachen, das wäre, glaube ich, zu leicht. Ich muss sagen, dass die beide sehr, sehr gut gearbeitet hat. Dimitri auch hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Trotz der ganzen Kritik ist das nicht so leicht. Ja, wenn wir natürlich das 2-0 machen, dann sieht das Spiel ganz anders aus und dann gewinnen wir ganz locker. Nein, heute haben wir das, also wir waren sehr, sehr stark die ganze Zeit, also wir haben, also Druck war nicht da, wir waren gut, wir waren ruhig und okay die ganze Spiele gemacht, also da vielleicht ein oder zwei Aktionen ein bisschen weniger, aber wir waren ruhig, wir waren stabil und das ist eine Glückstor, also erstmal eine Freischusssituation und danach trotzdem eine Schuss abgefälscht und das ist, die Glück war für Düsseldorf heute und wie gesagt, wir wollen diese Druck provozieren und heute haben wir viel gemacht, aber nicht genug. Nicht genug, ja. Die Tore.